Hallöchen, hallöchen, meine Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin's wieder, Last Robert von den Trash Gamers. Und heiße euch recht herzlich willkommen zurück zum 19. Adventswatch. Und damit sind wir schon bei der 39 angelangt. Das müsste jetzt schon das 39. Overwatch sein. Wir gehen straight zu den 50 Folgen Overwatch. Arbeiten darauf hin. Es ist schon wieder das 2. Es ist echt unglaubhaft, wie viel und wie oft das 2 reported wird. Es ist echt eine wahre Wonne, ja. Wir sind hier auf der T-Seite. Oben kloppen sie sich mit drei Leuten, die eine Scout haben, ja, aus den vier lebenden Teams. Das gegnerische CT-Team macht eine komplette Echo, bis auf der eine, der eine Ava hat. Weiß nicht, ich schätze mal, die wird ja gesaved haben aus der letzten Runde. Mitte wird hochgerusht, da gibt's ein Brett. Da gibt's noch ein Brett mit der Scout. Wo ist das dritte Brett? Da ist es. Nein, da ist es leider nicht. Aber jetzt kommt's, oder? Komm, er piekt doch. Nein, schade. Naja, gut. Oh, den hat er nicht gesehen. Und jetzt kommt das Pistol-Duell of Doom. Er frisst mehr Hits und geht auch direkt um. Schade. Counter-Terrorist Win. Ich weiß nicht, warum der reported wurde. Es steht 8-2 für die CTs, ja. Der Suspekt hat 9-10 Stats. Also entweder hat er ziemlich spät die Hex angehauen, was ja oft passiert. Oder aber... So, und das ist lustig, warum ich das jetzt nicht als WH betrachte. Weil man hat gesehen, dass Feuer burnt. Und das ist ein lustiger Bug, wenn ihr eine HE schmeißt durch eine Smoke oder ein Cocktail, ja, ein Molotow. Ihr könnt durch die Smoke gucken. Ihr seht Umrisse von den Gegnern. Wenn eine HE hochgeht, seht ihr kurz die Umrisse, ja. Und bei einer Brand ist es natürlich besser, denn... Ja, denn ihr seht länger die Umrisse brodeln. Ja, die Smoke hat er ganz gut geschmissen. Ist so eine ähnliche, ich sehe was du nicht siehst, Smoke. So eine One-Way-Smoke. Er hat ihn sehr spät gesehen und der T konnte, also hier das Suspect konnte den CT länger beobachten. Ja. Und dementsprechend schöne Smoke. Kannte ich persönlich noch nicht, allerdings spiele ich auch eigentlich nicht das 2 im Matchmaking. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, die Bombe steht alleine auf kurz, eine steht noch Mitte oben und der Suspekt kommt über lang gelaufen mit einer Deagle, hat da ein bisschen gerockert und kriegt den letzten leider nicht weg. Nee, also er holt ganz gut, ja, weiß nicht, warum er jetzt in dem Sinne großartig reported wurde, wahrscheinlich, weil er mit der Deagle gedrückt hat und es das heißt ja dann immer, es geht gar nicht mit der Deagle und wir haben jetzt hier drei Leute auf lang. Oh, das waren sick Reactions. Oh, da wird er geblockt. Da wird er geblockt. Natürlich in der Tür stehen ist natürlich das, was ihr am ehesten machen könnt, ja. In der Tür stehen. Okay, das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwundert, dass er da nach rechts immer geguckt hat. Da wird er wieder geblockt in der Tür. Also gerade bei so hektischen Situationen passiert es auch schon mal, dass ich Hyperventilierung, sagt man das so? Hyperventilierung, ist das die Form vom, man weiß nicht. Wenn ich hyperventiliere, ja, stelle ich den Satz eben so, dann passiert es auch mal, dass ich aus Hektik den eigenen Mate abknall, weil er mich blockt. Ja, dass ich dann sage, geh weg, die kommen. Ja, aber hat er jetzt nicht mal einen coolen Kopf gewahrt und ja, der Bot läuft mit der Bombe auf B. Das ist cool, dass sie den Bot die Bombe gegeben haben. Ja, da gab's das Brett. Ah, weiß nicht. Die Reaktionen sind sick. Ja, aber ich meine, da weiß man, dass einer an der Tür steht. Der hat ja vorher schon geschossen auf den T. Ja, auf den Bot hat er vorher geschossen. Und, ja, wie gesagt, der CT hat vorher auf den Bot geschossen. Das heißt, für mich, da ist auf jeden Fall einer. Wenn ich im Schlitz von der Door nichts sehe, dann ist das für mich grundlegende Annahme, dass er an der Tür direkt dran steht. Und dann warte ich einfach, bis er durch die Tür kommt.
So. Die T's sind ein bisschen jetzt wannabe Fallout geworden und haben drei Aven und zwei Autosniper. Ach, da haben sie aber die Skillwaffen jetzt hier ausgepackt, ja. Vor allen Dingen, die CTs, ich weiß halt auch nicht, warum die CTs rushen. Gut. Bei so viel Range, die hier die CTs, die T's an den Tag legen, ja, mit einer Autosniper und was weiß ich, wie vielen Aven und zwei Autosnipern und hast nicht gesehen, ist es sogar das Beste, wenn du rushst, ja, aber dann rush in der Gruppe und nicht einzeln. Denn im Nahkampf sieht das ganz schön schlecht dann für die aus und die brauchen Range in der Situation. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn du die rushst, wenn du sie zwingst, in den Nahkampf zu gehen, ja. Weil, da musst du schon mit der Ave richtig hart unscope drücken können oder eben, ja, ein richtig guter Schütze sein. Mit der Autosniper sieht das schon ein bisschen anders aus, aber, ja, da hast du kurz den Kopf gesehen. Ja, da, hat er nicht so gut getroffen. Hat er sich eine andere Pistole geholt? Ja, hat sich eine Deagle gekauft. Ja, die CTs, die T's gehen wieder auf B drauf. Es ist einer oben Window, der wird jetzt wahrscheinlich abgeholt. Jetzt kam der Call. Alle auf B. Oder es kam gar kein Call. So wie die laufen. Also es ist jetzt schön verteilt. Wollen die safen? Man weiß es nicht. Warum steht denn da einer? Und warum guckt er denn da so hin? Weiß nicht, warum er da so hinguckt. Auf jeden Fall wird er jetzt gleich, denke ich mal, angeschossen werden. Ja, da wurde er angeschossen. Und da drückt er eben das Brett. Ja, das ist so. Die Deagle kann harte One-Shots geben, gerade auch wenn es Kopf ist. Oh! Den habe ich nicht gesehen! Die Bombe wird dann noch gesaved. Oh. Ja gut, den hat er gehört. Und da ist er aber direkt auf dem Kopf drauf. Also vielleicht war es auch ein WH jetzt mal. Ganz ohne Spaß. Vielleicht war es ein WH, allerdings so wie er. Ja gut, warte mal. Wenn wir mal so bedenken, ne? Er ist die dummen Wege gelaufen. Er ist die richtig dummen Wege gelaufen, weil sonst wäre es zu offensichtlich gewesen. Das ist schon fast Next Level of Cheating. Ich will das halt jetzt auch nicht einfach jedes Mal sagen, dass er anhat, ja. Ich würde fast sagen, er hat legitim gespielt. Die Sache ist nur die, wenn ich mir das jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lasse. Ja? Er ist die dummen Wege gelaufen, damit er dann, wenn er in den Nahkampf kommt, so tun kann, als würde die Leute sehen. Er hat ja schlecht gespielt, ja. Er hat schlecht gespielt. Zielhilfe deswegen nein. Externe Hilfsmittel hat er auch nicht benutzt und er hat keine Spielbehinderung in dem Sinne so abgegeben. Natürlich, ich habe in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, wenn jemand anhat, hat er auch eine Spielbehinderung in dem Sinne verdient. Allerdings ist das jetzt hier ein bisschen was anderes, denn er hat es echt schlau gemacht. Ich sage jetzt einfach mal, dass er ein WH hatte. Er hatte ein WH an und zwar hat er echt die dummen Laufwege genommen, vielleicht weil er es nicht besser wusste oder weil es geplant war. Und als er dann in die Range kam, wo die Gegner dann waren, hat er dann den WH wirken lassen, ja, so. Natürlich ist es ein schlechter Schütze, mit der Deagle ein, zwei ganz gute Dinger gegeben, aber ansonsten schlecht gespielt, dennoch meiner Meinung nach, ein Wallhack gehabt, ja. Und bevor ich mich jetzt noch weiter in die Scheiße reite mit verzweigten Dummgeschwätzhaftigkeiten, sage ich Tschüss, meine Freunde, wir sehen uns am 20. Dezember wieder zu Let's Adventswatch Nummer 20. Ich freue mich auf euch und hoffe, ich sehe euch in zahlreicher Form wieder, ja? Und ja, sonst wäre ja auch nichts weiter hinzuzufügen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein! Viel Spaß bei CSGO. Habt einen schönen Samstag. Macht's gut. Tschüss.